Zeichnung starten und herzlich willkommen zu unserem nächsten Teil heute und zwar zur Auswertung von Buchungen in einer Barkasse oder eben in intern geführten Konten. Wobei ist das ja eigentlich die absolut einfachste Art der Auswertung ist, denn diese Auswertungen finden ausschließlich nur unter Buchungen Journal statt. Dieses Journal hat erstmal eine sogenannte Vorauswahl, bei der ich bestimme, was ich überhaupt sehen will. Das heißt, also im Journal bestimme ich, will ich alle Einnahmen, Ausgabenstelle sehen, von wann bis wann will ich die Buchungen sehen, für welche Konten will ich die Buchungen sehen, für welche Projekte will ich die Buchungen sehen, will ich nur sehen Buchungssummen von bis, das nehme ich zum Beispiel immer her, oder will ich nur Zahlungsein- oder nur Zahlungsausgänge sehen. Eine ganz kurze Frage. Was glauben Sie, für was das wichtig ist, dass ich hier unten wählen kann, ob ich nur Zahlungseingänge oder Zahlungsausgänge sehen will? Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Die Steuergrenze 42.500 Euro. Und da darf ich mir nur die Eingangsseite anschauen. Weil erst einmal Steuergrenze ist einnahmenseitig 35.000 Euro. Entschuldigung, haben Sie nicht angehoben im Endeffekt. Und das ist eben, deswegen kann ich eben das hier unten noch wählen. Ja, ich will jetzt mal alle Buchungen wählen für meine Barkasse und für mein Darlehen bei der Brauerei. Also beide. Einmal Barkasse, einmal dieses Darlehen. Ich will das Ganze ohne Projekte haben und klicke jetzt erstmal auf Suchen. Jetzt werden mir alle Positionen angezeigt, die auf diesen beiden Konten gebucht wurden. Wie gesagt, ich will das erstmal kompliziert machen, weil wenn man es kompliziert kann, kann man es einfacher mit Sicherheit auch. Sie sehen hier hinten immer, auf welchem Buchungskonto die entsprechende Einnahme oder Ausgabe getätigt wurde. Gut, auswerten. Auswerten kann man jetzt vielschichtig. Zum einen an alle steuerführenden Vereine. Natürlich kann ich, also nachdem ich hier das Ganze eingegrenzt habe, mir meine sogenannte Steuerliste drucken. Also, wenn ich das machen will, wollen Sie die Steuerliste auf die Summen der Steuerkonten reduzieren? Sage ich jetzt mal nein. Wollen Sie den Druck in der Dokumentenverwaltung speichern? Nein. Weil ich jetzt gerne hier eine Vorschau haben will, dass Sie das am Bildschirm sehen. So würde jetzt diese Steuerliste aussehen. Das heißt, Steuerliste für Umsatzsteuer 19%, netto 200 Euro, Steueranteil 238, Bruttoanteil 238. Und bei der Vorsteuer Nettoanteil minus 100, Vorsteuer 19 Euro, Nettoanteil 100, Vorsteuer 19, Bruttoanteil 119 Euro. Und hier kann ich dann eben immer ermitteln unten, was eben die Gesamtsumme für die von mir gewünschte Periode ist. Das ist jetzt eben einmal hier die Steuerliste. Weitere Möglichkeiten. Eine weitere Möglichkeit dieser Auswertung ist ein sogenannter GDPDU-Export. Dieses GDPDU nutzen Außenprüfer der deutschen Finanzämter, um Buchungen für den Verein einlesen zu können. Und wir haben also auch schon vermehrt immer mehr Steuerberater, die eben auch diese GDPDU-Dateien einlesen können und dann eben in ihrem Steuerprogramm, wie zum Beispiel DATEV, glaube ich, eins ist, eben hier verarbeiten können. Sie können natürlich auch dann diese Buchungsliste, diese Liste hier, exportieren. Also man klickt eben auf Liste exportieren. Ich speichere die jetzt mal ganz kurz da ab und öffne das Ganze mal ganz kurz, dass man mal also in Excel sieht, wie das Ganze aussieht. Na, gehst jetzt du. Also so würde dann dieser Excel-Export aussehen. Hier vorne immer die jeweilige Kostenstelle, dann eben der Buchungsbetrag, Buchungspartner, die Buchungsnummer, der Buchungspartner, dann der Betrag, das Valutadatum, dann das Konto und eventuell ein zugeordneter Mitgliedsname. Also so könnte man sich das Ganze in Excel exportieren. Brauchbar aber normalerweise nicht, denn wir haben ja die vielfältigsten Druckfunktionen. Einmal haben wir den Schnelldruck. Das ist die Tabelle in der aktuellen Ansicht. Würde dann ziemlich genau, schauen wir mal,
Sekunde, zeige ich Ihnen, wie das dann ausschauen würde. Dann wird das Ganze so ausschauen. Das ist wirklich diese Tabelle in der aktuellen Ansicht. Dann als zweite Druckvariante habe ich das Journal aufgelistet für jedes Konto, unterteilt in Einnahme-Ausgabestellen. Das würde bedeuten, jetzt fragt er mich eben noch, was ich sortieren will. Ich will jetzt mal nach dem Buchungsdatum sortieren und übernehmen. Will ich das Ganze in der Dokumentenverwaltung dauerhaft speichern? Nein, also will ich jetzt nicht. Wenn das Ganze ein offizielles Dokument ist, das ich also eventuell für die Hauptversammlung benötige oder ans Finanzamt weitergebe, würde ich dieses natürlich schon in der Dokumentenverwaltung speichern. So, so würde jetzt dieses Journal eben aufgeteilt auf Konten ausschauen. Ich habe also Konto Barkasse, Schiedsrichterkosten 31,25 für 45 Euro, damit gibt es ein Saldo minus 45 Euro. Verkauf Kiosk, Wareneinkauf, Umsatzsteuer, Vorsteuer. So wird dieses Ding hier jetzt ausschauen. Und für dieses Konto Darlehen Brauerei natürlich das gleiche nochmal. Also das heißt, jedes Blatt auf der linken Seite hier ist ein eigenes separates Konto. Ich könnte mir aber auch ausdrucken eine sogenannte Einnahmen-Ausgabenrechnung, wobei dies natürlich bei einigen wenigen Konten des Vereins relativ wenig Sinn macht. Denn das würde ich ja gerne meistens über den ganzen Verein sehen. Das heißt, ich wähle also hier Einnahmen-Ausgabenrechnung aus. Dann fragt er mich, will ich alle Kostenstellen anzeigen oder nur auf denen tatsächlich eine Buchung liegt, also alle unbebuchten weglassen oder nur die Bereichssummen anzeigen. Kann ich Ihnen kurz dann zeigen. Sie können das auch jederzeit testen, also bei diesen Ausdrucken kann man nichts kaputt machen. Das wäre also jetzt hier meine Einnahmen-Ausgabenrechnung, also Zweckbetrieb minus 45 Euro für die Schiedsrichterkosten, dann eben der steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, Eröffnungs- und Umbuchungen ist klar, minus 14.800 Euro, weil ich ja Auszahlung habe auf diesem Konto Brauerei Darlehen und auch wieder eine Einzahlung und dann eben die entsprechenden Umsatzsteuer. Was müsste ich denn jetzt machen, wenn ich das hier nicht haben wollte, diese Eröffnungs- und Umbuchungen? Was müsste ich dann machen? Vorne bei der Selektion die Herstelle rausnehmen, oder? Ganz genau. Ich müsste sagen, alles ohne die Eröffnungs- und Umbuchungen. Genau, richtig. Und wenn ich mir das dann anschauen würde, die Einnahmen-Ausgabenrechnung, jetzt mache ich mal auch dann nur Bereichssummen anzeigen. Dann sieht man das auch gleich. Dann wird das eben sehr viel übersichtlicher aussehen. Und zwar würde ich also hier dann wieder auf meine 74 Euro kommen. Sehen Sie das? Und das sind also nur diese Bereichssummen. Ideeller, Abschreibungen, Einnahmen, Ausgaben, Vermögensverwaltung, Abschreibungen, Einnahmen, Ausgaben, Zweckbetrieb, Abschreibungen, dann sportliche, kulturelle und so weiter. Also eben nur diese Bereichssummen. Mehr, größer wird dir niemals werden. Was aber eventuell bei der Barkasse natürlich wesentlich wichtiger ist, das ist, dass ich mir ein Kassenbuch drucke. Und bei diesem Kassenbuch habe ich halt eben die Möglichkeit, nach, wie gesagt, der Buchungsnummer oder dem Buchungsdatum zu sortieren. Im Kassenbuch macht das Buchungsdatum sicher mehr Sinn als die Buchungsnummer. Klick auf Übernehmen, wieder Dokumentenverwaltung speichern, nein. Am Schluss zeige ich Ihnen, wenn ich da mal Ja anklicke, sage, starten und so würde jetzt das Kassenbuch für meine Barkasse aussehen. Das heißt, Sie brauchen also weder in Word, in Excel noch sonst irgendwo ein Kassenbuch zu führen, sondern innerhalb der Buchhaltung in den DXP-Verein machen Sie das automatisch. Und dann eben also auch mit den zugeordneten Belegnummern. Sie sehen ja auch, da gibt es jetzt natürlich Belegnummer 37 zweimal, Belegnummer 38 zweimal, 19 und minus 100 Euro. Was könnte man machen, dass er das zusammenfasst auf eine Buchung? Auch relativ einfach. Ich hätte bei der Kassenbuch, beim Drucken des Kassenbuches, sagen müssen, bitte gib mir das ganze Nachbuchungsdatum aus und bilde eine Summe für jede Buchungsnummer. Und wenn ich jetzt mir das Ganze anschaue, dann habe ich also jede Buchungsnummer nur einmal drinnen.
und ich konnte die Belege also einfach besser prüfen. Sehen Sie, 37, 119 Euro, 38, 238 Euro, 39, 45 Euro. Ergibt wiederum diese berühmten 74 Euro. Soweit klar, bis jetzt? Ja. Also Sie sehen, obwohl das Ding hier unten nicht so groß ist, kann ich hier also alles Mögliche machen. Ich kann jetzt auch anschauen, wie viel Geld befindet sich automatisch in meiner Kasse oder wie viel Geld muss ich jetzt in meiner Kasse befinden. Und zwar indem ich sage, nochmal, indem ich sage Kontenübersicht, übernehmen, nicht speichern. Jetzt würde ich sehen, in meiner Barkasse befinden sich 74 Euro. Brauerei Darlehen, warum steht hier 0? Weiß es wer? Wahrscheinlich, weil es nur ein internes Verrechnungskonto ist. Nein, weil ich schlicht und ergreifend ein internes Verrechnungskonto dieses Ding hier weggelassen habe, die Eröffnungs- und Umbuchungen. Wenn ich die jetzt mitnehme, drucken, Kontenübersicht. Dann sehen Sie, ich habe einen aktuellen Kontostand, Darlehen Brauerei von minus 14.800 Euro. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, Mensch, wie hoch war denn der Kontostand, nehmen wir jetzt mal ein anderes Konto, wie hoch war denn der Kontostand von meinem Girokonto am 01.01.2013? Wenn ich das sehen will, also dann, ich mache jetzt mal nur vom 01.01.2013 bis zum 01.01.2013 nur das Girokonto suchen, dann würde ich sehen, in dem Jahr, also am 01.01.2013 sind so viele Buchungen gegangen. Das interessiert mich aber nicht, weil ich will ja den Endkontostand sehen und hier könnte ich jetzt dazu anhaken, oder das muss ich jetzt sogar anhaken, ältere Buchungen als Summe übernehmen, dann würde also irgendwann einmal die Eröffnungsbuchung minus alle abgehenden Buchungen für das Girokonto plus alle zugehenden Buchungen für das Girokonto addieren, in einer Summe übernehmen und ich würde jetzt sehen, dass das Ganze trotzdem immer nur minus 13 Euro war. Das wäre dann der Kontostand gewesen, tatsächlich am 01.01.2013. Diese Auswertungen, wie jetzt gerade, machen wir jetzt bei der Buchhaltung mehr so oft. Bitte? Nochmal bitte. So kann man praktisch zu jedem Zeitpunkt den Kontostand abfragen. Ganz genau richtig. Wenn ich jetzt da einfach mal 2014 was mache, dann sieht man das besser, glaube ich. 1.1.2014 bis 2013 hatten wir einen Kontostand von 538 Euro. Wenn ich dann das Ganze drucken würde, Kontenübersicht. Dann würde ich sehen, auf unserem fiktiven Girokonto hatten wir einen Endbestand am 31.12.2013 von 538 Euro. So kann ich mir also zu jedem einzelnen Zeitpunkt wieder zurückgehen. Eben nur mit diesem Trick über diesen Haken. Ältere Buchungen als Summe übernehmen. Sehr gut, ja. Ganz ein einfacher Trick, funktioniert super. Also ich kann, also ich führe inzwischen meine Vereine seit 6 Jahren schon mit dem NetXP-Verein. Wenn man das mal über 6 Jahre mit Daten füttert, das Ding, da kommt ganz schön was dabei rum. Da kann man die wildesten Auswertungen machen. Man muss nur wissen, wie. Ich bin zwangslos und habe von Hand zurückgerechnet auf ein bestimmtes Datum. Nein, muss man nicht. Also wirklich nur das Datum angeben und dann eben ältere Buchungen als Summe übernehmen. Okay. Und dann weiß ich genau den Endbestand. 13. So, wollte ich es eigentlich hier zeigen. Jetzt ist es besser. Aber da kommt zwar das Gleiche raus, passt. Sekunde, ich kann es nur mal zeigen. Also das wäre jetzt das ganze Jahr 2013. Würde ich jetzt wieder sagen, drucken. Kontenübersicht, nicht speichern und Ausgabe.
Vorschau. Anfangsbestand war 0, weil dieses Konto gab es erst in 2013. 538 Euro Einnahme, das macht also einen Endbestand von 538 Euro zum Ende 2013. Also bis 31.12. und das ist dann hier unten der Endbestand. Hier gibt es sicher jetzt hoffentlich noch ein paar Fragen. Keine Fragen. Momentan gerade nicht. Okay. Ich bin ganz begeistert, die Funktion jetzt kennengelernt zu haben. Wie bitte? Ich bin jetzt ganz begeistert, diese Funktion kennengelernt zu haben. Mit dem, ja, das gehört mit zum Stichtag. Genau. Sie können also auch jederzeit, das gehört jetzt auch hier an der Stelle unbedingt dazu, jede Buchung im Journal nochmal doppelklicken, also öffnen. Sie können natürlich alternativ auch diese Buchung wählen und unten auf Anzeigen klicken. Und haben dann hier, aus Versehen doppelt geklickt, und haben also dann hier die Möglichkeit, alles, was hier drin steht, nochmal zu ändern. Sie können eine Spendenquittung erstellen auf Basis dieser Buchung. Sie können eine Rechnung erstellen auf Basis dieser Buchung. Sie können diese einzelne Buchung drucken. Sie können die Zuordnung aufheben. In dem Fall, weil das eine Barkasse ist, würde dann die ganze Buchung gelöscht werden, genauso wie hier bei Buchung löschen. Denn eine Kassenbuchung oder eine Buchung auf einem intern geführten Konto besteht ja insgesamt nur aus einem Teil, und zwar aus dem Teil, den wir über die Einzelbuchung eingetippt haben. Wie gesagt, vorher schon mal erwähnt, im Gegensatz zu einer Buchung im Online-Banking oder auf einem Girokonto, das besteht ja aus einer Buchung im NetXP-Verein und aus einer Buchung bei der Bank. Deshalb gibt es also hier diesen Zuordnung auf eben auch noch einmal. Oder Sie können halt das Ganze einfach schließen. Also zum Beispiel bräuchte ich jetzt mal für diese minus 10 Euro kurze Rechnung, weil der sagt, du, ich brauche für meine persönliche Buchhaltung eine Rechnung, würde ich sagen, Rechnung erstellen, Beitragsrechnung, übernehmen. Und jetzt erstellt der die Rechnung. Und jetzt hätte ich also für minus 10 Euro, schauen Sie mal, hätte ich jetzt hier eine Rechnung erstellt. Sehen Sie? Okay. Ja, gibt es so weitere Fragen zu diesem Journal? Mit Sicherheit viele. Aber wie gesagt, also hoffentlich, aber das schauen wir uns morgen auch nochmal an, denn morgen werden wir das Gleiche, was wir heute mit den Barkonten gemacht haben, werden wir morgen mit, ja, mal beginnen mit dem Online-Banking-Konto, also mit den tatsächlich existierenden Bankkonten. Und zwar machen wir dann morgen das Anlegen von Online-Banking-Kontakten, dann das Zuweisen von Online-Banking-Kontakten zu meinen NetXP-Vereinkonten und wir werden die ersten Online-Banking-Überweisungen ausführen. Dass man also sieht, wie das funktioniert, dass ich also auch den gesamten Zahlungsein- und Ausgang eben hier in NetXP-Verein machen kann. Nächste Woche macht man dann auch wieder am Girokonto Einzelbuchungen, Massenbuchungen und Gruppenbuchung freie Mitglieder, Gruppenbuchung Mitgliedergruppen und Massenbuchung freie Mitgliederwahl, Massenbuchung Mitgliedergruppen und Massenbuchung Beiträge. Das macht man dann alles dann nächste Woche. Sekunde.